Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer BVB-Karriere hier in FIFA 20. Es geht endlich weiter mit dem BVB und wir sind ja mitten in der Transferphase aktuell, wollen diese heute auch beenden und schon mal ein ordentliches Stück nach vorne kommen, denn wir wollen ja jetzt in ja nicht mehr allzu vielen Folgen noch ordentlich was schaffen in dieser Karriere und damit starten wir direkt rein mit einigen Kommentaren von euch. Wieder sehr, sehr viele gute Kommentare dabei gewesen. Ich werde nicht alle einblenden können, weil sonst zieht sich das einfach über ja, 10, 15 Minuten hin, wenn wir alle haargenau durchgehen. Deshalb suche ich mir immer ein paar raus. Aber ich habe alle auf jeden Fall berücksichtigt. Und wir starten einfach mal mit dem Kommentar von Bela. Als Innenverteidigerersatz könntest du dir Tah, Upamecano oder Konaté holen. Heißt, das ist ja so die Position, wo wir uns auf jeden Fall noch verstärken wollen auf der Innenverteidigerposition. Da war ich ganz klar für, da wart ihr ganz klar für. Und deshalb gab es da sehr, sehr viele gute Kommentare auch dazu. Und Bela startet eben hier rein mit Tah, der hier leider bereits zu Everton gegangen ist. Den können wir also von der Liste streichen. Upamecano, ein sehr, sehr guter Mann. Und Konaté ebenfalls. Beide scouten wir erstmal und müssen da mal gucken, ob sie in unser Budget reinpassen. So, machen wir weiter mit Gamerfriend. Der schlägt einen weiteren interessanten Innenverteidiger vor, Saliba. Großer Fan von ihm. Wenn, dann holen wir den aber nur per Laie, weil erstens, der ist gerade von der Laie in echt zurückgekehrt zu Arsenal von Saint-Étienne. Und zweitens können wir ihn sowieso nicht kaufen, aber den finde ich auch sehr interessant. Vielleicht mit Laie und Kaufoption dann sozusagen in Klammern, weil in FIFA 20 gibt es ja noch keine Kaufoption. In FIFA 21 dann wieder, was ich übrigens mal wieder übelst lächerlich finde von EA, dass man das Feature vor 3 Jahren rausnimmt, nur um es jetzt hier als großes neues Feature anzukündigen. Denn bis FIFA 18 gab es noch, also FIFA 17 gab es das noch. Dann gab es ja das Update, wo alles anders aussah und seitdem gibt es das eben nicht mehr und jetzt kommt es eben wieder. Gut, dass es wieder kommt, aber genauso dumm, dass es einfach rausgenommen wurde. Aber ja, wenn ich hier noch weiter über FIFA rede, dann raste ich hier komplett aus. Des Weiteren schlägt Gamerfriend noch Leimer und Suchek vor. Leimer habe ich hier, finde ich einen guten Mann, denn er kann viele Positionen abdecken. Suchek ist auch ein guter Mann. Habe ich ja zuletzt im Spiel Arsenal gegen West Ham gesehen. Hat mir ganz gut gefallen in echt. Und ja, wir scouten erstmal auch die beiden und gucken dann, was so geht. Gut, nächster Kommentar. Legend Golden ist mal wieder dabei. Ich habe vor ein paar Folgen auch Marcos Llorente vorgeschlagen, den du holen könntest. Und für die Innenverteidigerposition Diop von West Ham als Backup, den du aufbauen könntest, und als Flügel-Backup Ocampos, weil er wurde auch in echt mit Dortmund in Verbindung gebracht. Den schreibt man übrigens nur mit einem N, sonst heißt es nämlich Dan und dann macht dein Kommentar keinen Sinn. Nur am Rande, ist ja kein Ding. Ja, Llorente habe ich hier auf der Liste. Ich bin ein großer Fan von ihm und ich kann mir das echt ganz gut vorstellen, aber wir können ihn nur über die Freigabesumme kaufen. Müssen wir uns mal überlegen, ob wir das machen. Müssen wir uns echt überlegen. Wen hat er noch vorgeschlagen? Genau, Diop und natürlich Ocampos. Diop, auch ein guter Mann. Seine Entwicklung hat so ein bisschen stagniert jetzt hier bei West Ham in den letzten 1,5 Jahren so ungefähr. Aber ist immer noch ein sehr interessanter Mann, ja, den man auf jeden Fall im Blick haben sollte. Aber wir werden erstmal alle Jungs scouten und dann entscheiden, wen wir holen werden. Und dann hat er ja noch Ocampos genannt als Flügel-Backup. Ein interessanter Mann, der ja bei OM vorher gespielt hat, dann jetzt vor der Saison zu Sevilla gegangen ist, dort ziemlich gut gespielt hat. Und deshalb auch ein überzeugender Mann ist. Aber da würde ich einen Januzaj oder ein Neres wahrscheinlich vorziehen. Auch weil wir hier wieder einmal nur direkt mit dem Verein über die Freigabesumme ja, sprechen könnten. Und das wäre wirklich wieder sehr, sehr teuer. Von Ali haben wir noch, du könntest Mateta von Mainz holen für als Haaland-Ersatz. Oder als Backup halt. Und Kammerwinger, dann könnte er mit Bellingham zusammen spielen. Beide sind auf der Liste Mateta, natürlich kennt jeder aus der Bundesliga, denke ich mal, ist ein ganz guter Stürmer, auch ein gutes Backup.
Und Camavinga finde ich auch, ja, also ich liebe Camavinga. Guckt euch die PES 20 Bayern-Karriere an, dann wisst ihr das. Aber wir werden es, wie wir schon in der, ja, im ersten Spielstand gemacht haben, werden wir hier Camavinga nicht holen. Denn ich denke nicht, dass der zum BVB kommen wird. Leider, muss ich sagen, wird er, glaube ich, direkt zu einem Top-Club gehen. Ob das die richtige Entscheidung für ihn ist, weiß ich nicht. Weitere Vorschläge unter den Kommentaren, die ich jetzt nicht einblende, aber die ich alle gesehen habe. Malang Sarr wollen einige, dass wir den wiederholen. Wenn, dann holen wir ihn nur per Laie, weil es auch nur dann realistisch wäre. Tonali werden wir nicht holen, der ist gerade zu AC in echt gewechselt. War natürlich ein sehr guter Vorschlag, wenn man ja wirklich einfach nur durchhasseln möchte. Waldschmidt, genau dasselbe, den hatten wir zwar auch in unserem ersten Spielstand, aber auch der ist ja jetzt in echt gewechselt und somit werden wir ihn nicht holen und damit haben wir das abgearbeitet und ja, wir warten jetzt die Scouting-Berichte ab, simulieren das erste Spiel gegen Augsburg und wollen dann endlich mal so richtig auf den Transfermarkt zuschlagen. Erste Simulation gegen Augsburg, ihr seht das Team an der linken Seite, Bürki, Can, Piszczek, Zagadou, Hazard, der heute mal die rechte Mittelfeldposition übernimmt, von Meunier, Bellingham, Brandt, Guerreiro, Sancho, Reus und Haaland. Ein sehr gutes Team, was auf jeden Fall gegen Augsburg gewinnen muss. Und das tut es einfach nicht. Wir spielen nur 1 zu 1 gegen Augsburg. Also nichts gegen die Jungs aus Bayern, da ist ein echt sympathischer Verein, aber 1 zu 1 mit diesem Kader. Das ist schon ein bisschen fragwürdig und zeigt nur einmal mehr, dass wir auf jeden Fall uns noch etwas verstärken müssen und vor allem die Innenverteidigerposition, weil die ist mau besetzt. Hummels gerade von Verletzung zurückgekommen. Piszczek soll eigentlich schon gar nicht mehr richtig bei uns mitspielen. Also da müssen wir unbedingt noch jemanden holen. So, und jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Angebot für Guerreiro erstmal abgelehnt. Ich möchte ihn dieses Mal behalten. Denn in echt wird er wohl auch noch, ja, auf jeden Fall 2 Jahre beim BVB bleiben. Des Weiteren haben wir ein Interesse an Konaté von einem anderen Club. Die Spieler sind gescoutet und wir haben jetzt die Qual der Wahl. Wen holen wir? Malang Sarr hatten wir bereits einmal, war ganz okay. Diop könnte ich mir sehr gut vorstellen tatsächlich. Würde gut reinpassen. Saliba, so heißt er. Ich sag's jedes Mal falsch, ihr müsst euch daran gewöhnen. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Konaté und Upamecano, na, da bin ich mir immer nicht so sicher, ob die wirklich zum BVB kommen würden. Upamecano, die sind schon beide so gut, dass die von RB eher den nächsten Step zu einem ganz großen Verein machen, glaube ich. Weil der Step von RB zum BVB ist mittlerweile nun wirklich kein großer mehr. Deshalb möchte ich mich eigentlich auf eine dieser Godfrey, Diop, Sarr oder Saliba Optionen konzentrieren. Ich glaube, das sind die, die am meisten Sinn ergeben. Und deshalb muss eine Entscheidung her. Sarr hatten wir jetzt bereits einmal und könnten sozusagen sagen, dass wir ihn von Chelsea ausgeliehen haben, wenn wir es so sehen. Diop könnten wir jetzt auf jeden Fall holen oder Saliba. Ich würde es bei ihm tatsächlich mit einer Laie mal probieren. Vielleicht sagen sie auch, nee, machen wir gar nicht. Dann ist es sowieso egal. Wir würden ihn jetzt für 1 Jahr ausleihen und dann für die zweite Saison fest verpflichten, weil jetzt können wir ihn noch nicht fest verpflichten. Jetzt können wir ihn nur ausleihen. Das wäre meine Intention dahinter. Fände ich wäre ein geiler Transfer, aber ja, das mit Zagaria, da war ich mir auch schon sehr sicher, dass das passieren wird. Und dann ist es nicht passiert und bei Laien ist es natürlich nochmal viel unwahrscheinlicher, dass sie überhaupt durchgehen. Wir klären jetzt hier erstmal alles mit Mikel Arteta und hoffen, dass das Ganze durchgeht. Diese ganzen Scouting-Berichte müssen wir uns ja nicht alle einzeln angucken. Und ja, jetzt simulieren wir lieber mal gegen Köln. Ich hoffe, Hummels ist wieder fit. Ja, sollte reichen. Kommt für Pischu dann halt rein. Und Pischu geht auf die Bank. Meunier wieder startet, weil Hazard hat anscheinend nicht so überzeugt. Und dafür geht Tobi raus aus dem Kader und wir machen das Ganze so. Ich finde unser Kader echt ganz gut aufgebaut eigentlich, weil wir sind jetzt nicht überfüllt, so wie letztes Jahr. Das war echt ein bisschen nervig. Aber so passt das, finde ich, eigentlich alles sehr, sehr gut. Und jetzt müssen nur noch die Punkte her gegen Köln in der Simulation. Gibt es den ersten Dreier? Es gibt den ersten Dreier, aber es ist auch wieder knapp. Nur ein 2 zu 1 gegen Köln, die sich unter anderem mit Anderson, Duda
und auch einem, ne, das waren die einzig beiden, doch Zieler auf der Bank noch verstärkt haben. Also ein gutes Team der Kölner. Ja, und damit hoffen wir, dass der Transfer von Saliba jetzt durchgeht. Und eigentlich müsste es jetzt gleich die Bestätigung oder die Ablehnung geben. Es ist geschafft. Wir holen ihn per Laie ein Jahr. Ich finde, es ist ein geiler Transfer. Da geht die Stimme wieder hoch, weil ich finde den Transfer echt geil. Weil ich bin großer Fan von ihm. Ich bin sehr großer Fan von ihm. Der wird Arsenal vielleicht noch nicht in dieser Saison, aber in den nächsten Jahren sehr, sehr viel weiterbringen. Ich bin ja, was die Premier League angeht, zumindest Arsenal-Fan. Und er kriegt auf jeden Fall die Nummer 4 bei uns. Und wird auf jeden Fall auch ordentlich spielen. Und damit haben wir jetzt Hummels als Innenverteidiger, der schon wieder fehlt. Zagadou, Saliba, das sind erstmal die drei. Und dann ist da eigentlich nur Piszczek. Und da ist jetzt die Frage, wir spielen eine Dreierkette. Emre Can spielt bei uns noch Innenverteidiger. Ja, das wären dann fünf. Macht es Sinn, dann noch einen zu holen? Ich würde erstmal sagen, nein, machen wir erstmal nicht. Aber ja, wenn sich da eine Lücke bildet, werden wir im Winter auf jeden Fall nochmal zuschlagen. Das ist klar. Eine Jugendmannschaft werden wir übrigens in dieser Karriere nicht aufbauen, weil dafür haben wir einfach keine Zeit. Die Spieler werden sowieso kaum spielen und ich möchte mich lieber auf die Jungs konzentrieren, die wir jetzt schon hier im Team haben, weil unser Team ist so schon überragend geil und ich möchte lieber mit den echten Spielern hier noch ein bisschen spielen. Es ist ja geplant, dass wir in PES 21 früher oder später nochmal zum BVB zurückkommen, um eine etwas längere Karriere zu starten. Ich sage nicht, dass sie so lang wird wie die Bayern-Karriere, aber zumindest etwas länger und da können wir das dann gerne wieder machen. In FIFA 21 werden wir übrigens mit dem VfB Lübeck wahrscheinlich reinstarten, denn Lübeck, dort bin ich übrigens geboren. Ich habe da zwar nie gewohnt, aber ich wurde halt geboren. Und deshalb werden wir wahrscheinlich mit dem VfB Lübeck reinstarten in FIFA 21. Das Ganze, wenn ich mich nicht völlig irre, sogar ein paar Tage, ich glaube ein oder zwei Tage später nach dem Release, weil ich da noch im Urlaub bin und deshalb noch keine, ja, Aufnahmen machen kann. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Wir wollen uns jetzt hier nochmal auf unseren Verein konzentrieren. Und es gibt da noch eine kleine Lücke im Zentrum, wenn man das so sagen darf. Und vielleicht als Sturmbackup, aber da bin ich mir auch beides nicht so sicher. Also ich bin großer Fan davon, den Kader nicht zu groß zu machen. Und wir haben gute Optionen. Also jeden Spieler, den wir haben, kannst du sofort einwechseln. Sofort kannst du jeden von denen hier einwechseln und er würde seine Leistung bringen. Und im Zentrum hätten wir halt als Backups auf jeden Fall Guerrero, der da spielen kann. Dann könnte er halt Schulz links spielen. Dann haben wir einen Gio, der da auch spielen kann. Soumaré haben wir, der da auf jeden Fall spielen kann. Tobi Raschel. Und ja, Emre Can kann natürlich auch noch rausrücken aus der Innenverteidigung. Theoretisch zumindest. Also, da haben wir echt Optionen. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt noch einen holen sollte. Ich überlege die ganze Zeit nochmal, einen etwas erfahreneren Spieler zu holen, weil wir haben mit Witzel und Delaney eine Menge Erfahrung auch verloren. Und wir haben ein paar Spieler, die auch ein bisschen Erfahrung bereits international gesammelt haben. Ein Leiner, der einfach immer noch erst 22 ist, es ist unfassbar. Suchek, der ja echt auch gut ist, und Llorente, der die Champions League schon mehrfach gewonnen hat. Das wären schon Transfers, die so Sinn machen würden. Wir können auch gerne nochmal hier beim Scout reingucken, ob wir da zufällig irgendwas finden, was da passen würde. Granit Xhaka sehe ich jetzt nicht so bei uns. Sonst bin ich ein großer Fan von, aber ja, hier in der Karriere wohl eher nicht. Und ja, ich muss mir das echt nochmal überlegen. Also aktuell gehe ich davon aus, dass wir keine Transfers mehr im Sommer tätigen werden. Der Kader ist sehr, sehr gut besetzt und gewinnt hier 13-0 auswärts in Berlin-Köpenick. Und ja, damit haben wir doch einen ganz guten Saisonstart hingelegt. Und werden jetzt den Turn to Deadline Day einfach runter simulieren. Es sei denn, es passiert natürlich noch irgendwas sehr Interessantes. Und damit war es das mit der Transferphase. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Job gemacht. Klar, wir haben einiges an Erfahrung einbüßen müssen, aber dafür haben wir viele gute junge Talente, die einiges drauf haben und hoffentlich ja, die jungen Wilden dieser Saison werden und damit durch die Liga rasieren. In der Champions League könnte es natürlich dementsprechend etwas schwieriger werden mit deutlich weniger Erfahrung, aber ich denke, auch dort können wir nach wie vor eine gute Figur abgeben. Und heute werden wir ja auch Champions League spielen. Und zwar werden wir heute zum einen
gegen Leverkusen in der Liga spielen, zum anderen gegen Real Madrid in der Champions League Gruppenphase. Ich habe extrem Bock auf diese Bundesliga-Partie gegen Leverkusen. Es geht endlich rein mit unserem neuen Team ins erste selbstgezockte Spiel hier im Signal Iduna Park, im wahrscheinlich schönsten Stadion der Welt, Westfalenstadion, wie auch immer ihr es nennen wollt. Gegen Leverkusen, eine starke Mannschaft, die auf jeden Fall uns gefährlich werden kann. Klar, auch die haben einige Spiele abgeben müssen. Kevin Volland und Kai Havertz dann natürlich die prominentesten Namen, aber ich bin mir sicher, dass sie hier in FIFA wieder ordentlich dafür eingekauft haben. Die tabellarische Situation sagt aus, dass wir einen Punkt mehr haben als Leverkusen, die damit das erste Mal auch schon verloren haben in dieser Saison. Wir noch ungeschlagen, aber zum Saisonauftakt auch nur ein Unentschieden geholt gegen Augsburg. Das ist auf jeden Fall aufbaufähig. Das hier ist William José. Das ist der Kevin Volland-Ersatz bei Leverkusen. Der wird auf jeden Fall an die 40 Millionen gekostet haben. Roman Bürki bei uns im Tor, keine Überraschung davor. Saliba, Hummels und Zagadou. Dann haben wir Meunier, Bellingham, Brandt und Guerrero. Reus und Renier machen das im ZM oder Flügel, wie man es auch nennen möchte. Und vorne drin steht Erling Braut Haaland. Also es ist wieder eine sehr offensive Ausrichtung vom BVB. Und etwas rotiert auch, weil bald geht es ja in die Champions League gegen den Hauptverein von Renier, wo er von ausgeliehen ist, gegen Real Madrid. Das ist die Mannschaft von Leverkusen mit Radetzky, Tabsoba, Bender, Dragovic, alles bekannt, Diaby, Demirbay, Paulinho und Marlos war es, glaube ich, Alario und Palacios und William José dann vorne drin. Und es war auf der rechten Seite in der Tat Marlos von Donetsk gekommen. Also viele bekannte Gesichter, ein Wirtz, der übrigens auch von mir hier erstellt wurde in der Karriere, sitzt auf der Bank. Und vielleicht wird er ja auch noch eingewechselt, großes Talent natürlich im deutschen Fußball, ausgebildet von Köln, jetzt bei Leverkusen unterwegs und damit geht's rein hier ins Spiel. Bellingham durchgesteckt für Erling Braut Haaland, erste Gelegenheit im Spiel, Haaland, lupfen in FIFA, das ist nie eine gute Idee. Muss ich mir mal wieder einprägen, dass das eh nichts wird. Wir kommen ganz gut ins Spiel, die Schwierigkeit ist übrigens genauso eingestellt, wie sie auch vor der neuen Saison war, also es ist nicht sonderlich leicht, aber auch auf dieser Schwierigkeit haben wir am Ende der Saison die Champions League gewonnen, also alles noch im Rahmen des Machbaren natürlich. Und ja, jetzt brauchen wir die nächste Chance und dann hoffentlich auch das erste Tor. Der ist drin, der ist einfach, ach FIFA, ganz ehrlich, nach einer Ecke geht nie ein Kopfball rein, aber diese Dinger gehen alle 10 Spiele rein. Eine Halbfeldflanke auf Manolas. Das ist ein Brasilianer, der 1,70 groß ist. Ey, willst du mich... Nee. Also, ganz ehrlich. Das ist so unrealistisch. Ich habe dafür keine Worte. Und so kassierst du dein erstes Gegentor. Sag ja du natürlich... Keine Ahnung. Das ist ja kein Kopfballduell. Ich meine, der muss ihn einmal wegschubsen. Manolas macht in seinem ersten Spiel für Leverkusen gleich sein erstes Tor und das per Kopfball. Eieiei, das gibt's auch wirklich nur in FIFA. Da gibt's immer noch so ein paar Zweifel, was ich jetzt machen soll. Jetzt Guerrero, Pfosten. Erster richtig guter Abschluss, landet am Aluminium. Ja, Leverkusen 2-0. Was? Was ist das, ey? Nee, keine Ahnung. Da ist überhaupt keiner. Es fehlt ein Sechser. Es fehlt ein Sechser vor der Abwehr. Ja, das ist natürlich komplett easy, wie sich da durchgehen. Alter, das fuckt mich jetzt gerade hart ab, dass wir so scheiße hinten sind und vorne einfach drei Riesenchancen haben und ja, die Null bei uns immer noch steht. Brandt, Radetzky, Haaland, Anschlusstreffer, weiter geht's. Direkt nach dem 2-0, das 2-1. Den Ball kann man natürlich in FIFA 20 auch nicht holen. In FIFA 23 wird das als großes neue Feature angekündigt. Da bin ich mir sicher. Und Haaland macht das Tor. Brandt mit dem Abschluss gegen seinen Ex-Verein. Und dann ist es Erling Braut Haaland. Ja, das müssen wir jetzt nicht aus sechs verschiedenen Perspektiven angucken, wie er den am Ende reinmacht. Den hätte wahrscheinlich fast jeder reingemacht. Aber wichtig, das Tor zu erzielen. Aber wir brauchen noch mehr. Kontergelegenheit Leverkusen. Nächste große Gelegenheit für ein Tor. Wieder so eine Scheißflanke auf Marlos. Und dann, diesmal ist es ein realistischer Kopfball gewesen, der nämlich rein gar nichts eingebracht hat. Nochmal Renier.
Kriegen wir den Ball nochmal durchgesteckt? Nein, kriegen wir nicht vor der Halbzeit. Und somit bleibt es beim 2 zu 1 Rückstand hier zur Halbzeit für den BVB. Da muss mehr kommen in Halbzeit 2. Wir sehen oben links gerade eingeblendet, dass Carvajal zu Piemonte Calcio gegangen ist. Kurz die Situation hier angucken. 2 zu 1. Ne, 2 zu 2 natürlich. Was ich sagen wollte, damit ja, unser nächster Gegner geschwächt auf der Rechtsverteidigerposition. Denn die haben kein Carvajal mehr. Die werden da wohl mit einem Odriozola spielen müssen. Wir spielen dann natürlich gegen Real Madrid nachher gleich. Jetzt machen wir erstmal hier den Ausgleich. Reus mit der Vorlage für Rafa. Und der zeigt, dass er offensiv viel zu gut ist, um reiner Linksverteidiger zu sein. Und ja, grandioser Rafa. Erstes Tor dieser Saison. Den Wechsel, den ich gerade schon machen wollte, möchte ich jetzt finalisieren. Hazard kommt rein. Ebenso werden wir Emre Can reinbringen für Bellingham, der mir nicht ganz so gut gefallen hat. Mit dem letzten Wechsel werden wir uns noch etwas offen halten. Also Doppelwechsel beim BVB. Guerrero für Brandt. Brandt. 3-2 Spiel gedreht. Oh, FIFA ist echt ein komisches Spiel. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Auf der einen Seite hast du mal ein paar Minuten gar keine Chance gegen die CPU. Dann spielen die gar nicht mehr mit. Julian Brandt macht das Tor, also keine Ahnung, was Tapsoba da macht. Fragt mich nicht. Wir führen mit 3 zu 2 plötzlich. Und ja, das ist ein mehr als verrücktes Spiel. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht noch ein paar Gegentore bekommen. Höchstens noch welche selbst erzielen. Wir schonen noch ein wenig für die Champions League. Und zwar kommt Sumari rein für Julian Brandt. Und auf der anderen Seite kommt Amiri für Paulinho. Sumaré, also jetzt hier sein Debüt für uns. Bin gespannt, wie der so drauf ist. Ist ja ein sehr, sehr guter Mann aus der Bayern-Karriere gewesen. In PES, aber das kann man ja wohl kaum vergleichen. Dort war er gute 5 Jahre älter. Deutlich besseres Gesamtrating. Und natürlich auch, ja, ist halt PES, ist das ganz anderes Spiel. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie es jetzt hier in FIFA mit ihm laufen wird. Diese Ecke nehmen wir noch mit, geklärt von Radetzky und somit keine Gefahr. Oh, das ist... Nee. Also, wie kann man eigentlich so anfällig bei Flanken sein? William José macht sein Debüt-Tor. Guerrero verfolgt Amiri da eine Stunde, aber kriegt es nicht hin, dran zu bleiben. Und Zagadou ist ein Totalausfall hinten drin. Er macht immerhin erst sein zweites. Ja, schon sein zweites und doch nicht sein Premierentor hier. Zagadou wirklich... Also das gefällt mir heute gar nicht. An zwei Gegentoren wirklich krass dran beteiligt. So, jetzt mal durchgesteckt für Renier. Ganz starkes Ding. Erstes Tor für den BVB durch Renier. Die Leihgabe von Real Madrid, der vielleicht ja in einigen Tagen gegen Real Madrid spielen wird. Ey, was ist das schon wieder für ein Spiel? 7 Tore. Junge, Junge, Junge. Emre Can mit der Vorlage, Renier mit dem Tor. Ich möchte das alles jetzt hier nicht zu lange angucken, weil sonst geht die Folge eine Dreiviertelstunde und darauf hat dann auch keiner Lust. Es gibt noch einmal einen Freistoß, nachdem Dragovic da etwas übereifrig reingegangen ist und wir probieren einfach mal irgendwas Besonderes. Vielleicht geht er ja rein und ja, fast ein Eigentor. Fast noch ein Eigentor hier erzwungen. Und damit war es das mit dieser spektakulären Partie. Zwei Dreierketten, die sich gegenüberstanden. Das kann meistens zu einigen Toren führen. So ist es auch heute geschehen. 7 Tore, 4 für den BVB, 3 für die Leverkusen und am Ende ist der BVB der glückliche Sieger. Ein episches Duell erwartet uns nun heute im Westfalenstadion hier in Dortmund. Der BVB trifft als Champions League Titelverteidiger auf den Rekordmeister der Champions League auf Real Madrid. Angeführt werden beide Mannschaften von Marco Reus und Sergio Ramos, zwei der größten Fußballer ihrer Zeit, treffen heute erneut aufeinander und Real Madrid hat sich sehr, sehr gut nochmal verstärken können mit Bernardo Silva von Manchester City. Haben sie eine weitere Mega-Offensivoption dazu gewonnen. Der BVB befindet sich im Umbruch, hat aber bewiesen, dass man vor allem offensiv bereits drauf hat. 4 Tore gegen Leverkusen, das ist ein Statement. Nicht zu vergessen sind aber 3 Gegentore, die heute natürlich ja, am besten verhindert werden sollten.
Die Innenverteidigung blieb gleich im Vergleich zum Spiel zu Leverkusen. Im Mittelfeld hat sich was getan. Dazu gleich mehr. Roman Bürki, auf ihn. Ja, auf ihn liegen die Hoffnungen. Er muss wieder so performen wie vor ja, einem halben Jahr, als es im Achtelfinale oder nein, es war das Viertelfinale gegen Real Madrid ranging. Damals war er der überragende Mann in beiden Spielen. Blicken wir auf die Aufstellung des BVBs im Tor. Natürlich, wie bereits angesprochen, Roman Bürki davor, Saliba, Hummels und Zagadou. Dann flankiert von Meunier und Guerrero, Brandt, Can in der Mitte, Reus, Sancho und Haaland. Das Offensiv-Trio, also Can heute, anstelle von Bellingham in der Startformation, Sancho auch zurück, nachdem er gegen Leverkusen geschont wurde. Und damit blicken wir jetzt auf die Mannschaft von Real Madrid, von Sesou, die natürlich mit Weltstars, absoluten Weltstars gespickt sind. Und wie wir es bereits vermutet haben, spielt Odriozola als Rechtsverteidiger heute, da ja ein Carvajal in Richtung Juventus Turin zu Piemonte Calcio abgewandert ist. Sesou schickt heute folgende Mannschaft ins Feld mit Wijnaldum auf der Bank. Courtois, Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, Bernardo Silva und Hazard. Und damit gehen wir rein hier in dieses grandiose Champions-League-Spiel. Sancho. Mit Glück kommt er da direkt vor die Füße von Sancho, aber Courtois, die Krake, ist draußen und schnappt das Ding. Brandt, oben wartet Guerrero und Reus ist auch mit dabei. Haaland, wer schaltet sich noch ein? Es ist Meunier, Haaland, Courtois, super Parade nach 20 Minuten. Wir als BVB dominieren hier ganz eindeutig die Partie, haben deutlich mehr Ballbesitz und Spielanteile als Real Madrid. Und wie eben gesehen auch schon die erste richtig gute Chance. Reus probiert mal was, aber Modric passt auf. Nächste Ecke, wieder Haaland und der ist drin. Tor für den BVB. Ein Kuddelmuddel-Ping-Pong-Tor. Und Haaland ist der Glückliche. Gegen Leverkusen, wenn ich mich nicht völlig irre, ohne Tor geblieben. Heute, wenn denn ihm dieses Tor gut geschrieben wird, trifft er das erste Mal in der Champions League in dieser Saison. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob er den Treffer bekommen wird. Denn das ist eine absolute Ping-Pong-Aktion. Der Ball kommt von Haaland zu Modric. Über Modric geht er zu Marcelo, ne, erst an den Pfosten und dann zu Marcelo. Und von dort rutscht er irgendwie über die Linie. Es zählt als Eigentor von Luka Modric. Kann uns egal sein, denn wir führen hier mit 1:0. Oh, erster Fehler in der Defensive von Saliba. Der könnte uns teuer zu stehen kommen. Tut er auch, Ausgleich. Ey, das ist unnötig. Mann, Hummels ärgert sich da völlig zurecht. Der junge Saliba mit seinem ersten Fehler im Trikot des BVBs und der kommt uns gleich teuer zu stehen, denn Bernardo Silva macht wenige Minuten nach dem Führungstreffer den Ausgleich und das ist nun wirklich nicht verdient, aber es ist unser Fehler gewesen und somit geht es irgendwie dann doch wieder in Ordnung. Can für Reus, Marco Reus, Reus für Haaland, Haaland rüber, Sancho, erneut die Führung für den BVB, kurz oder halb dadurch, Sancho, Haaland und Reus. Sehr, sehr stark gespielt. Sehr, sehr stark gespielt von den beiden Youngsters und vom Capitano. Reus macht das super und Haaland hat dann die Übersicht und Sancho. Ja, also den macht er im Schlaf. Jadon Sancho trifft für den BVB. Oh, noch einmal Real. Luka Modric vor der Halbzeit. Wo ist der Ball? Zagadou hat ihn. Weg damit und dann in die Halbzeit. Obwohl, nein, es gibt noch den Konter über Sancho. Machen wir hier noch ein Ding vor der Halbzeit, wir machen es. 3:1 mit dem Pausenpfiff, der BVB jubelt sich in die Pause. Real Madrid startet in die zweite Halbzeit mit Toni Kroos und dem 3:2. Hey, wir kassieren zu viele Gegentore. Ja, okay, gegen Real Madrid kann das mal passieren, aber gegen Leverkusen 3 zu fangen, heute wieder 2, das wurmt mich schon, also wurmt mir schon echt ordentlich. Nein! Ach, kannst du verkaufen gehen? Kannst du alles verkaufen gehen? Punkt 1. Saliba schafft es nicht, sich im Körperduell durchzusetzen mit Hazard. Punkt 2. Was macht man? Nee.
Den kannst du auswechseln. Kannst du verkaufen. Was macht der da? Gegen Modric. Der ist einen halben Meter groß. Mats Hummels ist 1,91. Unfassbar. Unfassbar. Ey, dieses Spiel macht keinen Spaß. Dieses Spiel macht keinen Spaß. PES, könnt ihr bitte alle Lizenzen der Welt einfach kaufen, damit ich dieses Scheißspiel nicht mehr spielen muss? Ganz ehrlich, was ist das denn? Der ist 1,60 und gewinnt ein Kopfball-Duell in Klammern gegen Mats Hummels, weil der geht ja nicht mehr zum Ball. Was ist das für eine lächerliche Scheiße? Schluss aus, es ist vorbei. Es regt mich unfassbar auf, dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben. Die Defensive ist zum Kotzen meiner Meinung nach gewesen heute. Lucien Favre kann nicht zufrieden sein, Sisu natürlich auch nicht, aber ja, wir hätten dieses Spiel gewinnen müssen. Wir werden jetzt im absoluten Schnelldurchlauf bis zum Revierderby simulieren. Das ist viel, aber wir müssen vorankommen. 3-0-Sieg gegen Frankfurt ist ein Anfang. Nächste Partie gegen Werder Bremen. Was wird es? Ein 3-1, aber eine Verletzung von Marco Reus. Das tut jetzt schon weh, weil der fehlt immer gleich für 5 Monate. Hier sind es zum Glück nur 7 Tage, wird aber gegen Athen in der Champions League leider fehlen. Ersetzt wird unser Kapitän durch Renier auf dieser Position. Gegen Athen wird es ein 3-1 Erfolg. Gegen Freiburg ist Reus noch nicht ganz wieder fit, deshalb kriegt Moukoko sein Startelf-Debüt für diese Saison. Und wir gewinnen mit 2-1, Sancho und Haaland machen die Tore. Nach der Länderspielpause ist Reus gegen seinen Ex-Verein Gladbach endlich wieder in der Startelf, der Capitano ist zurück und im Borussen-Derby wird es leider nur ein 1-1. Und damit gehen wir rein in die letzte Simulation dieser Folge gegen Atalanta Bergamo. Ein 2-0 Sieg durch Sancho und Reus, ordentlich rotiert, Raschel unter anderem auch sein Startelf-Debüt. Und wir sind aktuell Zweiter in der Bundesliga, 2 Punkte hinter den Bayern, alles drin und in der nächsten Folge geht ins Revierderby, auch in der nächsten Folge werden wir wieder vieles, vieles simulieren. Gegen Leipzig im Pokal werden wir wohl selbst spielen und dann werden wir Wolfsburg als auch Bergamo simulieren, um dann in der darauffolgenden Folge gegen Bayern Real zu spielen und dann hoffentlich schon die Hinrunde beenden zu können. Es ist wirklich viel, was wir vorhaben und ich möchte die Folge jetzt nicht noch länger machen, als sie schon ist. Und deshalb sage ich einfach, lasst ein Abo da, wenn ihr jetzt nicht verpassen wollt. PES 21 läuft ja auch aktuell mit Barcelona gut an. Die F1-Karriere gibt es jetzt nur noch eine Folge und dann war es das. Heißt, dann haben wir mehr Zeit für BVB und für Barca und dann bald für FIFA 21. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, lasst einen Daumen da, Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Video. Bis dahin, macht es gut und ciao.